Lachen Sie mich jetzt gerade aus. So, du kannst dich jetzt mal hier verpissen, mein Freund. Ja? Es reicht jetzt langsam hier. Ich stehe jetzt seit 10 Minuten. Du willst ein Praktikum machen? Nee, kriegst du nicht. Alles klar? Es reicht jetzt, Johnny Bo. Komm ab, los, weg jetzt hier. Nein, abgelehnt. Nee. Was soll das denn? Das steht ja, ihr seid, nein, du kriegst kein Praktikum. Du siehst so unkompetent aus für diesen Job. Verstehst du das? Die werden dich hier nicht annehmen, Johnny Boy. Probier's nochmal woanders. Probier's vielleicht in einem Kiosk oder so. Kannst vielleicht die Ravioli-Dosen mal ein bisschen einsortieren, ja? Jetzt versteh dich, komm. Sorry, darf ich noch mit dir reden? Nein, darfst du nicht. Ist das zu krass? Okay, man sieht sich dann. Bis morgen. Der arme Bruder. Aua! Aua, ich werd angegriffen! Hilfe! Bleib stehen! Alter... Bleib stehen! Wo sind denn die Polizei? Mann, was ist das Problem eigentlich? Der hier! Morgen triffst du mich, morgen! Polizei! Morgen. Hier ist er! Ich hab ihn nur... Nimm den fest! Der will die Polizei schlagen! Aua! Oha. Ja, hallo! Oha, bleib doch stehen, dann bleib doch... Was ein Person, er zieht durch! Das Auto, Alter, bist du... Nimm den fest, nimm den fest! Das ist ein Krimineller! Festnehmen! Bleiben Sie stehen. Wirklich. So, stehen bleiben. Der eine schießt mit mit Taser. Er hat ihn nicht getroffen. Er denkt so, Bruder, das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen. Er holt Shotgun raus, Bruder, und schießt mit Shotgun direkt auf mich. Schlagt auf einmal hier Leute herum. Was ist das? Bruder, scheiß Michi grinnt du. Hä, was? Was redest du denn da? Was bedeutet? Michi grinnische Beleidigung und schwitze durch. Halt deine Frische, du ausgeschießene Fischgesicht, du. So, jetzt weg mit dir, komm. Ihr Frassi, du... Der Herr, bitte hören Sie auf damit, aber sofort. Ich verstehe das zwar nicht, aber lassen Sie es. Du Fischgesicht, du. Du Fischgesicht. Was für Fischgesicht? Du ausgeschissene Wildsau, du. Mann, du Rimpfi, du. Bäh, komm weg mit dir. Hallo. Der Arme, der wurde komplett auseinandergenommen. Der Arme wurde von der Schule hier hingeschickt, damit er noch ein Praktikum findet in der letzten Woche, weil alle haben schon Praktikum, er hat noch immer keins und jetzt wurde er festgenommen. Ja, warte mal kurz, Frage. Ja, ich würde jetzt gerne hier anfangen, bitte, mit sauber machen. Ihr Name war nochmal? Ulike. Ulike. Ja. Herrn Berno, der Ulike. Oh, was hat er aufgelegt? Wer ist der Berno? Der Berno, genau, unser Vizepolizeipräsident. Der ist gerade ein bisschen sauer. Warum das denn? Aber ich hoffe nicht wegen mir, ne? Ein Kollege hat gekündigt. War auch ein Urgestein. Nein, das tut mir leid. Wer hat denn gekündigt? Dankeschön. Vielleicht kann ich ihn. Herrn Richter. Ich glaube, den kennen Sie nicht. Herrn Ralf Richter. Ach du Scheiße. Paul Richter hat gekündigt bei der Polizei. Der hat doch immer mitgemacht. Ralf. Ach, Ralf Richter. Ich dachte, der Paul Richter von Off Strife. Kennst du den immer? Kennst du den? Mir sagt's gerade nichts. Kennst du nicht Paul Richter? Legende, der Typ. Der war wirklich toll. Lassen Sie mich mal kurz googeln. Ja, googeln Sie mal. Ah, doch. Ja, doch. Genau der. Ja, das ist die Schlange. Es tut mir leid, es tut mir leid. Entschuldigung, abgelehnt, Johnny Boy. Ab, raus hier. Wieso abgelehnt? 1,5 Meter abstellen. Ich hab schon mit einem geredet. So, nee, ich hab schon mit einem geredet. Schmerzensgeld an den Typen, aber hier. Ich will auch eine Anzeige machen, natürlich. Ja, wegen Schmerzensgeld. Schmerzensgeld. Nee. Ich hab abgelehnt. Weg. Oder Sie kriegen ein dickes Bußgeld. Wie viel, sagen Sie? Das wäre dann Körperverletzung, das wäre dann... Warten Sie, ich kann kurz nachgucken. Servus. Ich wollte mich bei dem nur noch entschuldigen, aber der hat meine Entschuldigung abgelehnt. Ja, das ist okay. Wenn er sie ablehnt, aber ist ja alles gut. Sie haben das geklärt? Ich habe das soweit mit ihm geklärt. Gut. Sind $300 gut? Guck mal, $300 weißt du was? Wer bin ich, dass ich dir nicht verzeihe? Du hast einen Fehler gemacht, du hast gestanden, ich verzeihe dir. Ja. Alles gut. Mir tut's auch leid, dass ich dich gestanden habe. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und alles gut. Ja. Ja? Tschüss. Du hast mich auch geschlagen. Ja, komm, verpiss dich jetzt. Babbel mich nicht voll jetzt. Komm, bevor ich dir wieder eine mitgebe. Jetzt komm weg. Guck, das war ein Mordroom. Ja, weißt du, wie Mordroom? Verzieh dich doch mal. Ich will Anzeige gegen dich ausgehen. Mein Gott, ey, der Typ ist ja auch echt wieder von der anderen Sorte. Ne? Das ist ja unglaublich. Jetzt, unbelievable. Nee. So. Gut, der Herr, ich würde Ihnen da ein bisschen entgegenkommen. Der Herr Berner ist gerade nicht da. Hat sozusagen durch Stress aufgelegt. Wie ich in Potsdam, gucken uns das an. Wir gehen da mit Ihnen mit. Schauen uns das an und dann können wir das machen. Super, bin ich dabei. Füße einmal zu unseren Toiletten und dann zu den Zellentoiletten. Die sind ein bisschen ein anderes Kaliber. Super, machen wir so. Ja. Wir müssen jetzt halt wirklich Putz-Epi machen, ne? Aber ist egal. Okay, dann... Haben Sie Ihr Equipment dabei oder so müssen wir irgendwas stellen? Haben Sie hier einen Waschraum, wo ich mir vielleicht ein paar Sachen angucken könnte? Ja, kommen Sie mit. Herr Mango, da können Sie im Notfall auch den Herrn beraten, ne? Damit wer ist denn jetzt Herr Mango? Der Praktikant. Ach so. Ich bin Mango. Herr Mango, guten Abend. Habe ich hier auch die Möglichkeit, mich irgendwo umzuziehen oder müsste ich dafür zu einem Kleidungsladen? Sie müssen da zum Kleidungsladen leider.
Ja, wenn sie wollen, dann kommen sie später wieder. Mhm. Haben sie ihr Equipment dann dabei und dann können wir es nochmal machen. Gut, dann ziehe ich mich um und dann komme ich gleich nochmal, ne? Wie ist Ihr Name? Herrn Chadwick. Herrn Patrick. Patrick Stahl. Ach so, Entschuldigung. Chadwick. Kein Problem. Okay, gut. Alles klar. Gut, dann komme ich später nochmal, ne? Okay? Genau, wir lassen sie dann noch raus. Die Türen sind ja wieder zu. Bis gleich. Tschüss. Wisst ihr, was mein Plan ist? Ich werde jetzt als Hausmeister anfangen und irgendwann wird überall ein Spot sein, wo was gesprayt wird. Keiner wird ahnen, dass es der Hausmeister war. Weil ich werde so tun mit Ayo. Das kann nicht sein. Die ganzen Jugendlichen, die kommen hier immer hin und die machen immer alles voll mit diesem Spray. Und ich muss immer alles wegmachen. Was soll das? Und das wird immer von Tag zu Tag wird das immer mehr und mehr und mehr. 2 Stunden später. Okay, die paaren sich gerade, Leute. Wir dürfen da nicht hingucken, ist Hype. Da kommen gleich kleine Mini-Müllautos raus. Prost. So, let's take a look in here. This is our first day here at the PD in Dortmund. Nee, nicht PD. At the Polizeistation in Dortmund. Guten Abend. Ich bin dann jetzt bereit, tatsächlich. Ja? Perfekt. Dann lassen Sie sich gleich rein. Super, vielen Dank. Der Kollege, bringen Sie dann einmal schon mal in Richtung Asservatenkammer zu den Toiletten. Alles klar. Asservat, erste Toiletten. Okay, gut. Ja. Für die man kommt. Wie ist der aktuelle Status? Herr Officer? Ja? Ich habe da mal eine kurze Frage. Und zwar die Asservatenkammer, ne? Wird die irgendwie überwacht? Irgendwie sowas? Natürlich wird die Kamera technisch überwacht. Die ist auch permanent abgesperrt. Ja, schön. Hier befinden sich einmal die Toiletten. Super. Also die mittlere würde ich an ihrer Stelle meiden. Da hat ein Kollege wirklich gute Leistung. Gut. Ja, wollte gerade sagen, wir haben hier einen Special-Kandidaten hier von der obersten Ober, also der ist ganz oben bei denen, der ist dafür spezialisiert. Oh, für die harten Fälle. Okay, also soll ich jetzt nicht die mittlere sauber machen? Doch, die erst recht. Ja, also ich sag Ihnen, setzen Sie Maske auf, Handschuhe, die bis zur Schulter gehen. Ja. Yeah. Und so eine, wie nennt man das, Watthose oder so, wäre hier echt von Vorteil. Also das ist ein ganz kleiner. Ja, aber wer hat denn da geschissen? Hat da ein Pferd hingeschissen, dass der jetzt so. Also das kann ja nicht so schlimm sein jetzt, ne? Also wie gesagt, es ist schon echt eklig. Ich riech schon die ganze Zeit bis hierher. Und ich dachte hier, das Revier ist neu, das Polizei-Revier. Was sind das denn hier für. Ja, was sind das denn für Fliesen? Die hatte meine Oma noch in ihrem Badezimmer. Ich hab richtig einen reingesammelt und wenn sie sich trauen, können sie da sogar die Seife aufheben. Ich trau mich, ich bin ein Mann. Ich bin Löwe, weißt du? Ich bin alles gut. Alles gut. Gut, das macht dann doch dann die Special-Einheit da oben, ja? Ich hab gedacht, die sind die Special. Alles gut. Einheit. Gut, dann fange ich mal hier an. Ach du Scheiße. Ach. So. Schön sauber hier, wirklich. Guckt er mir jetzt eigentlich die ganze Zeit zu? Wir müssen doch gleich anfangen zu sprayen. Was benutzen Sie da für ein Spielmittel? Das ist echt ein bisschen toxisch. Was ist das? Toxisch. Ich werde hier gleich toxisch, Johnny Boy. Ich will hier nur meinen Job machen, bitte, ja? Alles gut. Alles gut. Sie sind der Profi. So, wem gehört der Analplug hier? Ist das Ihre? Was soll denn das denn jetzt? Ist das Ihre? Sind Sie mal ehrlich. Also, kann ja sein, so zu Feierabend ein bisschen. Das zufällig, dass jetzt am Analplug nimmt, wo wir heute eine neue Kollegin bekommen haben, ist jetzt ein bisschen zufällig. Ich will niemandem was unterstellen. Oder, ist da so ein W eingeritzt? Ja. Bitte nicht, das haben sie gerade nicht gemacht. Ja. Haben sie da jetzt wirklich? Er ist es. Ist da ein W eingeritzt? Ja. Für den Wilhelm. Mhm. Daher Wilhelm. Ich wusste es. Deswegen ist der so schlecht drauf, der hat seinen Anhaltsblatt verloren. Ist gut. Immer her. Wilhelm für Wir sind immer hier nun, bitte. Also, es ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nichts Schlimmes, ne? Kann ja mal. Ich glaube, der Film ist auch ganz arg. Mhm. Aber den müssen sie nicht sauber machen, der mag es gern dreckig. Wer macht sauber? Nee, alles gut wurde gesagt, oder? Den Analplug nicht sauber machen, der Herr mag es gern dreckig. Ach so, okay. Also nicht sauber machen. Ja, ich bin kurz zu finden. So. Ach, das ist schon so ein härterer Fall, oder? Der ist schon ekelhaft, ja. Das stimmt schon. Ich gehe hier nicht gerne rein, bin ich ehrlich. Mhm. Geh ich lieber raus am Boden. Oh, hier ein perfektes Spray. Hier müsste man was hinsprayen. Der Baum da beginnt auch schon. Also, der draußen wird geschossen. Wollen Sie nicht mal gucken, dass der draußen. Der wird geschossen. Ein wenig eingeschränkt, was das angeht. Mhm. Ja, aber gucken Sie doch mal bitte, ne? Nicht, dass hier gleich jemand reinkommt mit einer Waffe.
Hier kommt keiner rein. Okay. Ist alles zugeschlossen. Er hat gerade gesagt, das hier ist ein Härtefall bei uns. Er hat noch nie sowas Ekliges gesehen. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sag jedem Kollegen jedes Mal, bitte, also wirklich, bitte nicht rasieren hier. Bitte mach's zu Hause. Nee, das die rasieren ja sicher hier auch alles, ne? So, das Arschloch rasieren die sicher hier. Ne? Also das ist ja wirklich. Das riecht ja auch sehr, sehr streng. Ich kann das an den Haaren sehen, das sind Arschhaare. Krass. Ich wusste gar nicht, dass man sowas erkennen kann. Doch, ne? Muss man halt ein Kenner sein. Wie gesagt, das hat ein Profi hier. Wenn Sie wollen, können Sie die auch rausnehmen aus dem. Geht in die mittlere Toilette. Ja. Habt Ihre Sache, von der Sie verloren haben, in der Dusche. Gehen Sie mal hin. Der wird Ihnen gleich geben. Was soll denn der Scheiß jetzt? Was geht denn jetzt ab, Bruder? Ach komm. Nein! Look at my butt! Sie hier machen. Come on, let me slap my butt, man! Ja, ja. Der hört sie. Kommen Sie mal her, der Herr. Nein, Sir! Ich habe mal eine Frage. Ja. So. Random in der Toilette während dem Pennen. Wurde so genehmigt. Guten Urban. So, Wilhelm, der Herr hat was gefunden, was dich freuen wird. Herr Wilhelm. Ja. Also. Du mir nett. Der Herr, sie haben gesagt, sie lachen nicht. Ich hab hier. Wenn du jetzt sagst, du hast meine Ehre gefunden, dann rappelst du. Ich hab hier in einer Blöcke gefunden. Du, der riecht doch echt scheiße. Was hast du gefunden? Hier in einem Analplug, der liegt da. Die können Sie sich jetzt abholen, bitte. Was ist ein Analplug? Los, komm, holen Sie sich. Wir wollen doch heute Abend noch Feierabend machen, oder nicht? Du kannst eigentlich wieder glücklich sein. Wir haben ihn gefunden für dich. Was denn? Heb ihn auf. Dein Analplug. Den kannst du jetzt endlich wieder hinten reinstöpseln. Komm, hol dir den jetzt mal. Das muss dich doch nicht schämen jetzt. Ich hab genug Kugeln für euch alle, weil. Die Kugel kennst du ja dann nur mal als einen Plug nehmen, ne? Wenn Sie wollen, kommen Sie mal kurz mit. Ich zeige Ihnen mal die Ausstattung von Herrn Wilhelm. Gut, dann machen wir das mal. Online. Der will. Doch. Der will sich mal auch mal schnell, ne? Mal in, wenn sie mal hier irgendwo zwischendrin mal irgendwo ist, wenn er da mal kurz geil wird, hat er hier immer ein paar Sachen versteckt. Ne? Ist ja okay, ne? Kann man ja machen. Ne? Ach du Scheiße. Dann hätten wir einmal. Hier kommen aber die großen Geschütze, ne? Das ist ja schon, also. Die ganz großen Geschütze, richtig. Also, dann versteckt die hier überall, wenn es mal schnell gehen muss. Mhm. Da schaut keine. Da schaut keine hin, dann geht's zack. Die Funkgeräte sind wahrscheinlich wie die Anfänger eher, ne? Für die Recruiten. Ja, genau. Aber riechen sie besser nicht, dann genau, ist hier echt gut dabei. Der ist so pervers, der wird es in der in der Leitstelle machen, wo es alle sehen können. Da hat er auch noch was versteckt, das würden wir ihnen auch kurz zeigen. Einmal komm. Giggity. Stick around. Eine Sekunde. Schön hier. Ne? Mach weiter so keck. Ja. Schön geordnet alles. Von Herrn Bern habe ich noch einen extra Auftrag bekommen. Sie sollen im Büro dann mal den Tisch vielleicht ein bisschen putzen. Ja. Ja, wo putzen? Im Büro hier. Das ist im Büro? Im Chief Büro? Hier rechts. Das ist das Polizeibüro rechts von uns. Wo ist denn das Büro von dem Chef hier? Weil das würde ich auch nochmal gerne bitte. Das hier. Das ist das. Ach, das ist das. Ja, schön. Das ist das vom Chef. Genau. Da sehen Sie auch die Orden. Die Orden können Sie auch nochmal sauber machen. Was sind das für Orden? Einmal die Tapferkeitsmedaille und einmal der Orden für äußerlich guten Dienst. guter Witz. Gut, wofür ist der Orden? Sagen wir es mal so, der hat. Das war. Also, ich hau mal ein bisschen aus, ne? Ja. Damals im Bankraub. Alles stand gegen uns. Und der Herr Bernau, der hat einfach wirklich, er hat sich geopfert, könnte man sagen. Der hat sich geopfert. Er hat nachher auch einen Schuss in den Sack bekommen. Das tut mir sehr leid. Seitdem trägt er die Kugel als Hodenimplantat. Das tut mir sehr, sehr leid. Das ist sehr, sehr tragisch. Sprechen Sie lieber Herr Bernau nicht drauf an. Er ist ein bisschen empfindlich. Kann sein, dass er sie dann in Fesseln setzt und unten einsperrt. Nee, das wollen wir. Pech haben für immer. Gut, dann mache ich mir alles sauber. Sie können ja dann noch mal ein paar Minuten hier vorbeigucken, ja? Das machen Sie das. Noch extra, der Trinkspender da hinten, der soll anscheinend irgendwie klemmen oder da läuft irgendwie rechts unten irgendwas aus oder so. Dann checkst du da einmal rein und dann geht das wieder. Ich muss ja einmal duschen. Ein Spaß, kleiner Spaß am Rande. Aber wenn Sie das irgendwie, also das wäre jetzt auch ein bisschen respektlos, weil der Herr Bernhard kann halt nicht mehr so gut Jackson. Oh, das stimmt, der hat ja ein Ei verloren, ne? Der hat sozusagen, das Problem ist, den zweiten Orden hat er bei der Verkehrskontrolle einen Eiertritt bekommen. Ach du Scheiße.
Problem ist, wenn ein Hoden fehlt, das ist ja so, Bio, das habe ich mal nachgelesen, hat mir auch Herr Bernau gesagt, dann wird das zweite Ei produziert dann doppelt so stark, das hebt es dann wieder auf. Aber da der Herr Bernau gar keine mehr hat, ist es halt wirklich, ist es tragisch. Nee, alles gut, so ist das dann halt, ne? Muss man mit leben und fertig, ne? Der macht ja das Beste draus, er ist ja trotzdem ein Mann, der hier seine Arbeit macht, ne? Super. Naja, Mann ist schwierig, Ja, ist ja trotzdem nur einer. Er hat halt ein Ei verloren, ne? Ist halt ein Unfall, ne? Passiert. Ja, deswegen ist halt auch die Medaille pink. Ach so. Ja, gut. Ich fange mal an mit der Arbeit, ja? Genau. Wir kommen dann gleich wieder. Jo, das ist viel zu offen hier. Die können alle reingucken, wenn die hier vorbeirennen. Da ist er. Da ist er. Moin. Moin! Ja. Alles gut? Was ist das denn hier? Was ist denn das denn? So, hallo, erstmal Stopp hier. Was? Nein, das gehört jetzt.